Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. So, ich würde gern mal unseren Drescher einen anderen Abfahrer geben. Schauen wir mal. So, dürfte passen. So, lass mich mal hier durch. Dankeschön. Feld 32 wäre das. Einkauf Bahnhof? Nee. Erstmal 32, dann kannst du nämlich schon mal fahren. Verkaufsstelle Bahnhof. So. So ist richtig. Der Steinesammler arbeitet auf dem Feld hier drüben so halbautomatisch. Also hatte ich den Abfahrer eingestellt, ja. Wir werden es gleich sehen, der ist gleich voll. Was er nicht macht, er fährt nicht vom Feld runter. So, wie gesagt, ich habe alles so gelassen, wie wir letztes Mal, er soll zu Feld 37. Unser Lagerhof haben wir definiert. Ich muss jetzt hier einmal ausschalten. Habe hier auf letzten Wegpunkt gestellt. Ich klappe ihn jetzt hier einmal zusammen und schalte hier Autodrive ein. Er fährt jetzt, beziehungsweise er hat es immer gemacht, also er fährt jetzt die Steine wegbringen, fährt dann zu Feld 37 und übergibt dann an Curseplay. Und der fährt zum letzten Wegpunkt. Das macht er und arbeitet dann weiter. Was er halt nicht macht, er klappt sich, wenn er voll ist, nicht zusammen. Und gibt dann automatisch, vielleicht ist das nur eine kleine Sache, er klappt sich halt nicht zusammen. Da muss ich dann einschreiten und gibt natürlich dann nicht an Autodrive ab. Vielleicht, weil er nicht zusammenklappt. Kann ja sein. Da muss ich also händisch dann eingreifen. Aber geht ja auch schon mal, wenn man sich darauf verlassen kann, dass er weiterarbeitet. So, hier sind wir auf Feld 55. An Grubbern. Ich hatte wieder zwei Grubbermissionen. Habe ich gesagt, hier können wir ja einen Traktor losschicken. So, du sollst jetzt zum letzten Mal zum Verkauf Bahnhof. Dann fährst du bitte zur Werkstatt am Hof. Der andere Abfahrer ist ja schon da. Und dann hätte ich gern mit dem, das müsste der Abfahrer sein, ja, möchte ich mit dem gern die Saatgutproduktion befüllen. Ich habe hier offline die hingestellt, habe dann geguckt, das Problem war die Höhe. Aber war es dann auch wiederum das Einfache, wenn man weiß, welche Zahl die Höhe ist. Schwieriger war es, sie die einigermaßen parallel zu kriegen, im Endeffekt. Aber das geht jetzt so. Wir schauen mal hier, was haben wir an Dünger produziert? Wir haben gar nichts an Dünger. Oh, können wir... Haben wir alles für die Düngerproduktion? Gut, dann würde ich sagen,
Wir holen jetzt, wenn wir Dünger brauchen, erstmal aus. Dann kaufen wir es erstmal wieder, weil den Dünger, den wir selbst produzieren, würde ich gern in die Saatgutproduktion packen. So, schauen wir mal, ob wie viel. Ne. Leider gibt es kein Schlüsselsymbol. Hier bei den Türen ist es. Wir brauchen 100 Dünger für 1500 Saatgut, wenn wir Getreide, Weizen, Gerste, Mais mit hineinnehmen und 500 Strom, 50 Strom, sorry. So, unser Sägewerk dürfte schon fast komplett laufen, ja. Teilweise sind die auch nur ein Liter weniger. Da sagt er uns schon. Wir haben noch 400.000 Holz. Ne, hier ist das Schlüsselsymbol. Wir haben jetzt alles aus, richtig? Ne, hier. Deaktivieren. Kriegen wir auch bestimmt mehr Strom hinein. Heizkraftwerk steht ja auf Verkaufen. Ne, behalten erstmal. Habe ich umgestellt. Können wir erstmal volllaufen lassen. Und ich hätte gern ein bisschen Getreide. So zwei Fuhren aus unserem Lager waren quasi schon mal in der Saatgutproduktion. Deswegen soll er hier auch zum Hof kommen. Dass wir nur noch 8000 da drin haben, da haben wir viel Dünger auf die Felder gebracht. Aber produziert ja weiter. Würde den nur gern mal gleich reparieren, damit er das automatisch nicht macht. Nehmen wir den mal raus. Weil das kommt dann immer zur ungünstigsten Zeit. Deswegen fahre ich jetzt hier kurz mal ran. Ein bisschen abspritzen auch noch in der Zeit. Ja. Auch schon ein bisschen Kohle, was da drauf geht. Wie viele Betriebsstunden hat er jetzt? Ja, 67. So, dann müssen wir mal schauen. Dass wir uns noch den Autodrive-Kurs mal anschauen. Und den Punkt zum Abladen und Aufladen dann noch definieren. Wir holen mal hier das den Dünger raus. Ja. Guck mal, können wir sogar Mist rausholen. Okay. Wir gucken mal einmal, ist der Abfahrdrescher. Ach, der ist wieder angekommen und macht auch gut weiter. Also das hat geklappt. So, dann mach mal die Kurse an. So, ich hoffe, du kriegst die Kurve hin. Mineraldünger. Ich hoffe, Saatgut ist ungefähr auch so.
Dann, welchen nehmen wir? Noch einen weiter. Also dann sagen wir jetzt hier. Saatgut. Eingang. Hier wäre dann der Ausgang, aber wir gucken mal. So. Der soll abkippen. Saatguteingang. Er fährt nicht rum, schade. Dann setzen wir ihn mal hier vorne an. Ob er quasi ablädt. Ja, macht er auch schon ziemlich früh. Dann würde ich sagen, wir setzen mal an. Er soll aus unserem Lager Weizen und soll ihn dann hier bringen zur Saatguteingang. Und dann bitte zwei Lieferungen. Mal sehen, wie weit seid ihr? Oh, der tankt jetzt schon. Ach, jetzt hätte er bis Ende fahren können. Okay. Nochmal 12.000. Gucken, was wir da noch abliefern müssen. Ja, und gut. Ich glaube, dass wir den noch einmal entleeren müssen. Ja gut, und du hast hier Feld 55 noch ein bisschen was zu tun. Aber das macht er ja ohne Probleme, da brauche ich ja eigentlich gar nicht eingreifen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum er diesen Weg hier nimmt. Warum er nicht, sag ich mal, dann rechts rumkommt. Können wir vielleicht mal, der ist fertig, okay. Können wir hier mal schauen, bist du angeschlossen? Ja, müssen wir eben mal. Schön sauig. So. Kommt er uns entgegen? Ne, noch nicht. Für mich stellt sich die Frage, warum fährt er jetzt hier nicht rum? Da können wir vielleicht mal da. Die. Warum fährt er hier nicht rum? Müsste er, wenn wir jetzt hier sagen, fahr jetzt zum
Lager. Ausgang. Wie fährst du dann? Er sieht den Weg quasi hier um das Stadion kürzer an als diesen Weg. Ja, hier kommt er drauf. Was macht er jetzt hier? So. Ist ja schon gut. Oh, er hat die erste Ladung. Ja. Dann können wir gleich die Produktion dran setzen. Ja, er lädt ab. Müsste dann diese Produktion sein. Elektrizität ist da. Gut, der hat abgeladen, dann läuft die auch. Jetzt muss ich ihn hier zum Bahnhof schicken, aber ich... Verkaufspunkt Bahnhof, aber du fährst nur so dahin. So, du bist voll. Das bedeutet, ich schalte wieder Curseplay aus und schalte einfach nur Autodrive dann ein. Aber jetzt stehe ich natürlich nicht mehr richtig. Ich hätte den noch zusammenklappen sollen. Wenn wir dann vorher keine Schwierigkeiten kriegen, dann setze ich ihn hier nochmal an. Aber ich glaube, das wäre keine Rolle. Er weiß seinen letzten Punkt. Dann schicken wir den hier halt nochmal los. Ja, wir haben nicht rausgefunden, warum er da so komisch fährt. Wie gesagt, er fährt diese einmal ums Stadion wieder rum, um dann von dieser Seite zu reinzufahren. Und ich kann mich... Habe ich da einen Punkt gesetzt? Nee. Ich kann mir nicht erklären, warum er den Umweg immer ums Stadion fährt. Könnte ja mal da einen Punkt oder eine Strecke rausnehmen. Mal gucken, was er dann fährt. So, wir müssen hier aber jetzt mal gucken. Ja, kommen wir. Schmeißen das bei uns im Lager. Dann haben wir auch ein bisschen was an Roggen da. Sind zwar jetzt nur von diesem Feld 6400. Aber gut. Aber dann können wir ja schon mal den Auftrag abschließen.
So, Ballenpressen haben wir zu Genüge. Wir haben einen Düngerauftrag und nochmal 72 Ernten. Was ist das? Sojabohnen. Betanken, nicht betanken, 72. Ist das Feld? Ich würde sagen, wir betanken den erst. Weil ich glaube, von hier aus sind wir ja schnell an eine Tankstelle. Problem ist dann, wenn wir da hinten sind, da dann an Sprit zu kommen. Da müssen wir weit fahren. Können aber den Kurs schon mal löschen. So. Also mit dem PKW erstmal vorbei. Oh, 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 oh. Nee, komm. Dreh dich nach vorne. Passt das so? Nee. So kriegen wir dich ran. Ja, und jetzt verdreht er sich wieder. Das war zu weit. Und dann würde ich sagen, ja, reparieren brauchen wir nicht. Das haben wir, glaube ich, davor gemacht. Ist, glaube ich, genauso weit wie die Aral-Tankstelle und die ist näher zum Feld als unser Hof oder die BGA, wo wir uns angesiedelt haben. Hier ein bisschen ausholen. So, dann sind wir doch schon. Ja, ohne Schneidwerk, mit Schneidwerk, was macht mehr Arbeit? Auf jeden Fall können wir hier schon mal tanken. So. Du hast dann. Wir haben ja bei dem drei Vorgewende gemacht. Da ist er jetzt dabei. Vielleicht muss er auch noch mal weg. Oh, der Kraftstoff ist bezahlt, also können wir hier weiter. Kommen wir da durch?
Mal hier gucken. Weil da kommen wir schön gerade raus. Kommt zwar nicht durch die Waschstraßen dadurch. Steht da eigentlich auch ein Kärcher zum Waschen? Hier müssen wir da rauskommen, oder? So. Und wir fahren, glaube ich, hier raus. Und ab zu 72. So, du hast die zwei Ladungen abgeliefert. Dann würde ich sagen, wir holen uns, jetzt geben wir mal Geld aus und holen noch mal eine Ladung Dünger, oder? Nee, das, also mit den 8000, die jetzt da drin sind, da kommt er ja weit. Das sind ja mal 80 mal 1500. Also da müssen wir jetzt nicht was reinladen. Die Düngerstreuer sollen sie dann wieder vom Bahnhof oder Raiffeisen holen. Ich glaube, das reicht. Und den Abfahrer muss ich gleich noch zu 72 schicken. Zur Raiffeisen. Okay, Doki. Ich glaube, da werden wir sogar zwei hinschicken müssen. Weil das ist schon ein weiter Weg. Von der 72 zur Raiffeisen. Aber wir schicken mal erstmal den ersten. Sonst stehen die sich da nur im Weg. Er fährt noch, das ist super. Ja, gut. Gut, dass da, sonst kann er sich ein bisschen dran hängeln an der Leitplanke. So, jetzt wird er. Na, wir werden ihn wahrscheinlich nochmal. Oh, was denn hier? Da hat er ein ganzes Stück ausgelassen. Da müssen wir gleich mal schauen. Sehen wir das auf der Karte? 37. Nee, an und für sich nicht. Weil das müsste hier jetzt gewesen sein, ja, hinter dem. Hier habe ich einen Punkt. Ah, schauen wir mal, wenn der soweit ist. Du bist auch schon ganz schön weit, 68%. Arbeit auch sauber, der Gruber. Ja. Und wir sind gleich da. Müssen wir nur gucken, wo wir den Wagen wieder hinstellen. War ein bisschen zu spät, sonst hätten wir den
Vielleicht auf dem Platz hier vorne. Aber wir können ja hier gegenüber, da ist nur gekalkt und nicht gesät. Können wir den ja mal abstellen. Wird der Bauer bestimmt nichts dagegen haben. Abkuppeln. Ja, fahren Sie mal hier ein bisschen langsamer. Sie sehen doch, dass ich hier am Drehen bin. So, einmal. Ja, willst du nicht? Shop erstellen. Fang hier an. Kurs generieren. Haben hier den nächsten Punkt. Wird natürlich ein bisschen schwierig zum Abtanken, aber schauen wir mal, wie das über Bühne geht. So, liebe Leute, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. Ciao, ciao.